Und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zu Robot Unicorn Attack Evolution. Wisst ihr, immer wenn ich an dieses Spiel denke, stelle ich mir so eine Kinderserie aus Japan vor. So Robot Unicorn Attack Evolution. Und dann so ganz viele Blitzbilder und, Einhörner. Irgendwie so stelle ich mir dieses Spiel immer vor, als wenn da gerade so Kinder vorm Fernseher sitzen und so eine Serie schauen irgendwie. So ganz verrückt mit ganz vielen Lichteffekten und so, wo man dann so voll die Paralyse im Kopf kriegt und sowas. Ja, so stelle ich mir das ungefähr vor. Ich würde sagen, wir starten einfach mal unsere heutige erste Runde. Und ich habe sogar schon die dritte Evolution. What? Was ist... Oh. Okay. Okay. Ach so, das ist die tägliche Challenge, die ich machen könnte. Okay, darauf habe ich jetzt gerade echt keinen Bock. Dann gehen wir mal kurz hier raus. Ich weiß nämlich, wie man sowas beenden kann. Ich bin nämlich schlau. So, mein Gott, das hat mich jetzt gerade echt ein bisschen geflasht. Ich habe sogar schon ein neues Unicorn freigeschaltet. Ich nenne es gerade den Holzesel oder das trojanische Pferd, wie auch immer. Besteht beides aus nicht wirklich vielen Unterschieden. So, und es geht eben darum, ich habe nämlich dieses Spielprinzip ziemlich schnell herausgefunden, direkt nach der ersten Runde, nachdem ich gestern die Aufnahme beendet habe. Wir müssen die Sterne einfach nur kaputt machen, das reicht sogar schon. Und so kann man sich dann eben weiterentwickeln. Am Anfang checkt man sowas natürlich überhaupt nicht. Und naja, was soll's. Jedenfalls darum geht es, umso mehr Sterne man zerstört, umso schneller und auch besser kommt man eben in die nächste Evolution rein. Die nächste Evolution kennt ihr ja schon, das ist nämlich ein Panda-Bär. Das ist ganz natürlich auf unserer Erde, das meint ihr, wie ihr geboren wurdet. Ihr wart zuerst eine Kakerlake und dann habt ihr euch in ein Pferd verwandelt. Dann wurdet ihr ein Mensch. Und ihr wisst genau, in was ihr euch als nächstes entwickelt. Ja, das wisst ihr. Ihr wisst es einfach. Nämlich in einen Schmetterling. Denn jeder, der YouTube-Videos macht oder Videos auf YouTube schaut, der wird zum Schmetterling. Und Leute, die es nicht tun, werden zum Hummer und werden gegessen. Danach werden sie zu einer Katze. Und lande im chinesischen Restaurant. Ja, ist so. Ey, ihr denkt immer, ich laber nur Scheiße, wisst ihr? Aber ich habe dieses Wissen seit meiner Geburt. Also irgendwas stimmt bei euch nicht. Also kann nicht sein, dass bei mir irgendwas nicht stimmt. Och, Leute. YouTube macht mir derzeit wieder so viel Spaß, gerade mit solchen Spielen hier. Also solchen verrückten Spielen. Es ist unglaublich einfach. Ach ja, gut. Und dieses Lied... Es geht nicht mehr aus meinem Kopf raus. Ich hatte gestern den ganzen Tag einen verfluchten Ohrwurm. Und ich übertreibe jetzt nicht. Ich war gestern bei meinem Kumpel und konnte an nichts anderes denken, außer an Einhörner und... I wanna be with you. Es ist unglaublich. Ich glaube, ich nehme da sogar mal so einen Track auf. Ich denke mal, ich cover dieses Lied und stelle das dann auf YouTube. Und ja... In der Beschreibung werdet ihr einen Link zum Musikvideo finden und ich sag euch, bereitet euch wirklich gut drauf vor, also ich weiß nicht. Wenn ihr nervliche Schäden davon tragt, dann ist das nicht meine Schuld. Das könnt ihr mir nicht anhängen. Das war bestimmt dann schon so vorprogrammiert bei euch. Alles klar, Unicorn entwickelt sich zu Panda. Der natürliche Kreislauf des Lebens, das wisst ihr. So, konzentriert. Nein! Oh Mann! Ich muss so sagen, gegen manche Situationen kann man nicht wirklich so viel mehr tun. Und... Wir machen jetzt einfach nochmal Replay, würde ich sagen. Und jetzt versuchen wir uns zu konzentrieren. Und ich werde mal ein bisschen weniger reden. Legion konzentriert sich. Systemschaden. Systemcheck. Selbstzerstörung. Boom! Oh, das war anstrengend. So. Alles klar, den haben wir schon mal. Das ist schon mal gut. Ich glaube, man braucht 5 Sterne oder 4. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Nein, warum springt der denn nicht? Verfluchte Scheiße nochmal. Jetzt fangen die Leute an, meine Statusmeldungen zu liken. Ich glaube nicht. So. Oh, das war knapp. Alles klar. So. Schmetterlinge sammeln ist auch ganz wichtig. Naja, es geht eigentlich. Also die bringen eigentlich nur eine Münze. Und eine Münze ist jetzt nicht wirklich viel. Die meisten Münzen macht man eigentlich durch Herausforderungen. Und damit kann man die normalen Münzen, das normale Münzen sammeln eigentlich nicht mehr mit vergleichen. Gut. Und man muss sich auch ziemlich schnell entwickeln. Weil sonst, verschwindet die Leiste wieder und da unten habt ihr ja gerade so einen Delfin gesehen und der bleibt nur eine bestimmte Zeit, deswegen yeah, wir verwandeln uns in den Wolf. Den Wolf habe ich sogar schon freigeschaltet, aber weiter kam ich leider Gottes noch nicht. Wow, na gut, da waren wir zu langsam gewesen. Nein, scheiße, 12.000 Punkte, naja, gibt besseres, aber das war ja doch gar nicht mal so schlecht gewesen. Gut, ich habe gestern sogar angefangen mit Barbie zu... Warum springt der jetzt nicht?
Mit Barbies zu spielen, habe ich angefangen. Unglaublich, macht irgendwie mehr Spaß, als ich dachte. Ich habe immer gedacht, so mit Actionfiguren zu spielen macht mehr Spaß, aber mit Barbie-Puppen zu spielen macht doch im Endeffekt jetzt mehr Spaß, seitdem ich dieses Spiel gespielt habe. Das auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, wir nehmen uns mal einen ganz kurzen Boost mit. Wir schauen mal, welchen wir hier haben. Slow Motion makes Star Smashing easier. Oh, das hört sich doch mal gut an. Ist doch ein gutes Projekt, würde ich sagen. Muss man dafür noch irgendwas machen? Nee, ich glaube nicht. Und nachdem ich mit Barbies gespielt habe, kam auf einmal die Wut in mir hoch, weil ich einen Stern nicht zerschmettert habe und da habe ich eine Oma vom Bus gestoßen. Ja, und Scheiß jetzt. Ich erzähle keine Scheiße, das wisst ihr. Okay, ab und zu schon. Das auf jeden Fall. Und ich denke mal, diese Kraft wird jetzt aktiviert, während ich kurz vor knapp vor einem Stern bin. Ja, ihr habt das gesehen. Ah, das ist ja geil. Das ist ja richtig cool. So kann man ja viel besser arbeiten. Das gefällt mir. Also ich möchte meinen Boosts auch nicht verschwenden. Und ich sammle eigentlich immer das ganze Gold, was ich freischalte für, ja, neue Charakter-Suits. Also man kann sein Einhorn in ganz verschiedene Sachen verpacken. In eine Metal-Edition, in Regenbogen, also noch mehr Regenbogen und alles Mögliche. Da gibt es wirklich alles, was das weibliche Herz begehrt. Ach Gottchen, ich denke, ich werde am Ende dieser Videoserie einen komischen Ruf erhalten haben. Als Kommentator und Let's Player. Ich will es gar nicht wissen. So. Ja, okay, ich sag mal so, diese Fähigkeit ist jetzt gar nicht mal so wichtig. Denn ich habe eigentlich gedacht, die bleibt sogar, wenn ich als Panda mich entwickelt habe. Aber das ist leider Gottes nicht so. So, ich werde jetzt mal gar nicht mehr reden, damit wir hier weiterkommen. Oh Gott, ich habe den Drang zu reden. Nein! Ah, scheiße! Ach, fuck! Ah, das war gar nicht mal so gut gewesen. Okay, ich würde sagen, den Lightning nehmen wir raus. Das ist jetzt nicht wirklich ganz so wichtig. Triple Jump. Nee, das ist mir zu unsicher. Das Unicorn Horn können wir auf jeden Fall sammeln. Gut. Ach, sammeln, ich wollte sagen, benutzen. Ist nämlich gar nicht mal so schlecht, denn das sorgt dafür, dass, wenn wir einen Stern treffen, dieser uns nicht direkt tötet. Dann haben wir sozusagen noch einen Versuch frei. Also ein kleiner Schild ist das sozusagen. Gut. Und Schilder sind gar nicht mal so unwichtig. Also ich denke mal auf jeden Fall besser, als wenn man jetzt einen Triple-Sprung hat. Denn ich denke mal, ein Triple-Sprung, der wird mich eher ins Verderben reißen. Denn ihr kennt mich, da muss ich wieder das ganze Keyboard durchdrücken. So. Und ich hoffe, wir können jetzt auch wieder uns zum Wolf verwandeln. Wäre nämlich gar nicht mal so schlecht. Okay. Oh, das wird ziemlich knapp, kurz vor knapp. Aber wir haben es geschafft. Sehr gut. Yeah! Au! Oh, ich will nicht wissen, was mein Vater jetzt wieder von mir denkt. Er sagt gleich, Basti, verwandelt sie dich wieder? Nicht schon wieder. Wir haben noch keine Sicherheitsbestimmungen für dich. Wow, meine Nase juckt. Scheiße. Oh. Oh, scheiße. Oh, meine verfluchte Nase. Oh. Scheiße. Ich würde sagen, wir spielen jetzt noch diese Runde zu Ende. Oh oh, ich habe gerade meine Finger vom Keyboard gelassen. Ach, vom Keyboard. Ich nenne das immer Keyboard, von der Tastatur gelassen. Da hätte ich fast die Taste verfehlt. So. Also ich habe echt das Gefühl, wenn ich Call of Duty und Black Ops spiele, oder Battlefield, wollte ich eher sagen, dann bin ich ein bisschen normaler, ne? Irgendwie habe ich da nicht ganz so viel Scheiße wie hier. Aber ich glaube, das habe ich auch mal nötig. Weil ich laber schon zu Hause so viel Scheiße und ich habe so viel Drang, Scheiße zu labern, das wisst ihr. So, alles klar. Und gleich ist es wieder soweit. Noch einen müssen wir haben. Nein! Ich bin sowas von... Boah, ich bin sowas von blöd. Aber wir haben fast 100.000 Coins. Das ist schon mal ganz gut. Und das heißt, bei 100.000 Coins sehen wir uns wieder. Und das heißt, bei 100.000 Coins werde ich mir dann sozusagen einen neuen Charakter-Suit anschaffen. Und dann würde ich sagen, kommentieren und bewerten nicht vergessen. Euch einen schönen Tag. Ciao, Leute!